Hallo Leute und willkommen bei Let's Play Alan Wake. Wir spielen jetzt die beiden DLCs und fangen an mit Das Signal. Und ich bin gespannt, was wir da noch für Infos bekommen. Es sind ja noch einige Fragen offen, also bei mir zumindest, ich denke aber bei euch auch. Weil ganz so schlüssig ist das ja alles noch nicht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Viel Spaß! Bisher bei Alan Wake. Etwas, das ich nur als das Dunkel kenne, hielt meine Frau gefangen und brachte mich dazu, eine Horrorgeschichte zu schreiben, die wahr wurde. Ein Teil von mir war klug genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Ich rettete Alice und schrieb ein besseres Ende, aber nicht ohne einen Preis. Ich war irgendwo an einem dunklen Ort gefangen, einem seltsamen Bereich irgendwo jenseits unserer Welt. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nach jedem schwierigen Projekt hat man gemischte Gefühle. Erfolg und Erleichterung, Traurigkeit und Depression. Eine Weile ging es nur um die Arbeit. Sie verzehrte dich, veränderte dich. Du hast dich dafür zurückgezogen. Und jetzt musst du genesen, lernen, ohne sie zu leben. Einen Weg finden, die Tür zu öffnen und das Licht hereinzulassen. Ich kannte diesen Ort. Er war vertraut. Aber irgendwie falsch. Willkommen im Ort. Alles erschien so surreal, wie ein Traum. Ich fasse es nicht. Ich habe alle ihre Ich hatte ein verstörendes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nicht, warum ich hier war oder wo ich vorher gewesen war. Aber im hinteren Teil des Diners wartete etwas auf mich. Probieren Sie den Kaffee, aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Richard ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Okay, also das sind schon mal genau die Dialoge, die wir auch beim ersten Mal hier gehört haben. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Das kennen wir ja schon. Ach, ich kann die sogar hier auch nochmal verwenden. Ich würde ja selbst gehen, aber wir sind beide Beine eingeschlafen. Schlecht Durchblutung. Oh ja! Ist das dein Ernst? Dann machen wir dem netten Herr mal die Musik wieder an. Ist ja widerlich. Und so ist dein Herr. Ja, klingt auf jeden Fall toll. Ach Mensch, die Weaver. Hallo Oma. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ach, ich habe schon so schlimme Sachen erlebt. Und hier haben wir beim letzten Mal die Jagger zum ersten Mal getroffen. Das weiß ich noch. Oh, drücken. Oh, jetzt können wir hier sogar rein. Alan, hören Sie. Gehen Sie nicht tiefer. Was? Konzentrieren Sie sich. Sie verlieren sich in Details. Ich will helfen, aber es liegt an Ihnen. Suchen Sie einen besseren Kontaktpunkt. Was meinen Sie? Ich kann Sie nicht hören. Bitte, Ihretwegen geschieht das alles. Konzentration. Folgendes passiert. Albträume. Zu tief. Ertrage den Druck nicht. Es ist zu viel. Plötzlich merkte Wake, wie er sich selbst gegenüberstand. Als ich mich selbst sah, wurde der Traum plötzlich deutlich. Der dunkle Ort. Da befand ich mich. Sie werden Waffen brauchen. Ah, die Taschenlampe. Es geht nicht ums Licht, sondern wofür es steht. Sie werden es brauchen. Und der Revolver. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug in einem logischen Ausschlussverfahren. Vorsichtig. Ich versuche, einen besseren Kontaktpunkt zu finden. Ich verstand Zanes Nachricht nicht. Und es half nichts, dass ich wusste, wo ich war. Etwas war passiert, nachdem ich mit Departure fertig war. Ich habe doch gerade... Ach, das war die Tür hier, die aufgegangen ist. Okay. Er kann also jetzt irgendwie Kontakt mit Thomas Zane herstellen.
Okay, dann gucken wir mal, was uns jetzt hier draußen erwartet. Was war das? Der Tag war zur Nacht geworden. Das Diner war verlassen. Dann wurde die Tür rausgerissen und Wake musste um sein Leben kämpfen. Ja, das klingt ja schon mal gut. Oh, das mit den Augen, das finde ich total, total beängstigend. Ach Mensch, das geht ja schon wieder gut los. Wow, wie viele sind denn hier noch, bitte? Au, der Typ trifft mich. Wow, Mist, 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 komm her. Ich möchte hier vor dem Großen ein bisschen wegrennen. Na, wenn der dahinter bleibt, dann klappt das doch eigentlich ganz gut, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Okay, gar nichts. Können wir den Fernseher irgendwie anmachen? Schade. Oh, achso, hier geht's nur raus. Okay, treten. Zane, warten Sie auf mich! Die Welt war verdreht. Diese Bäume gehörten nicht hierher. Na, das geht ja schon wieder gut los hier. So, komm, du auch noch? Ach, ich hab nur noch Ohr. Ah, Mist. Voll ausgewichen und rein. Ich hab nur noch 10 Schuss, ne? Ich hoffe, das reicht. Bis ich am Licht angekommen bin. Hier sind noch 2. 3. Ich glaube, ich versuche zu rennen. Denn mit 8 Schuss komme ich jetzt nicht weit. Alan, komm, die letzten Meter. Komm schon, das schaffst du. Alan. Hui. Geht die Tür bitte zu? Ha, danke schön. Ah, okay, ich muss hier hin. Oh, Manuskriptseite. Ich wusste, es war mein Werk, aber die Wörter waren traumartige Fragmente. Lud hektisch nach. Die Munition glitschig in meinen schweißnassen Händen. Aber es war nur das Wahre. Ein Katzensprung vom Zelt entfernt. Das Bett sah einladend aus, aber ich musste weiter. Das GPS-System funktionierte. Das hatte ich nicht erwartet. Hallo? Ich versuche, Sie zu erreichen. Hören Sie mich? Hören Sie mich jetzt? Ja. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen, aber Sie treiben weiter ab. Ich erreiche Sie nicht. Sie müssen zu mir. Ich kann die Verbindung nicht halten. Benutzen Sie die Worte. Folgen Sie dem Signal. Natürlich funktionierte das GPS-System nicht. Es gab hier wohl keinen Satelliten in Reichweite. Dieser Himmel war fremd. Aber er führte mich zu etwas. Zu Zane? Ah! Ach, okay. Hochleistungstaschenlampe. Ja, die möchte ich natürlich sehr gerne. Was haben wir hier? Leuchtpistole. Diese Tippgeräusche im Hintergrund finde ich irgendwie cool gemacht. Aufladen. Eine Lithiumbatterie. Okay. Ist das jetzt wirklich die Hochleistungstaschenlampe? Ja, ich denke schon. Aber die sieht so klein aus. Sich wieder verschoben. Der dunkle Ort spielte mir Streiche.
Er hielt nicht still. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu, wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich... Ja, das sind sehr viele Autos. Dass ich teilweise Sachen rausschneide. Wenn ich irgendwie mehrmals hintereinander faile. Einfach damit es nicht so lange dauert. Damit ihr nicht so genervt seid. Damit ich anschließend nicht so genervt bin von den Kommentaren. Einfach aus dem Grund mache ich das jetzt so. Also nicht immer, aber nur, wenn etwas wirklich sehr drastisch ist. So, das hätten wir auch. Komm her. Oh, die Batterien, die Batterien, die Batterien, die Batterien. Gut. Den Bus hätten wir auch. Ich hoffe, das war's. Nein, natürlich nicht. So, jetzt aber. Ah, ich denke mal, wir müssen hier hin. Ich nehme mal wieder den Revolver. Oh, Werkzeug. Leuchtfackel, Schrotflintenmunition. Schrotflinte, sehr schön. Soll ich die direkt mal ausrüsten? Aber ich meine, die hat immer nur zwei Schuss. Nordic Walking. Ach, ich weiß es nicht. Bin mir da immer so unsicher. Ich glaube, ich nehme den Revolver. Oh nein! Oh, hinter mir sind auch noch welche. Hallo. Was? Oh, ich wollte gerade sagen, war es das? Aber nein. Na komm. Wie viel braucht ihr denn? So, ich glaube, da war noch jemand. Na komm. Ein bisschen Munition für mich, bitte? Wäre das nicht toll? Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Hallo, Ellen. Lauf mal bitte da rum. Oh, wie schön. Alles, was ich sah, war vertraut. Und doch wieder nicht. Hallo? Ich komme nicht hinterher. Sie dringen zu weit ein. Ich führe Sie. Folgen Sie dem Signal. Ich versuch's ja. Sie müssen sich selbst gegenübertreten. Folgen. Oh! Das GPS-System sollte mich zu Zane führen. Aber die Verschiebungen störten es. Ich musste es weiter versuchen. Allein würde ich es nicht schaffen. Okay. Oh, die Straße sieht nicht gut aus. Die Veränderungen wurden gravierender. Die Straße war nicht aufgerissen, sondern verschwunden. Als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Alles fühlte sich instabil an. Es fühlt sich nicht nur instabil an, es sieht auch instabil aus. Werkzeug? Ja, ich mag Werkzeug. Warum gibt es hier bitte so viel Munition? Und was ist Blitz? Blitz? Hallo? Ach, eine Blendgranate. Sehr schön. Kann es davon nicht bitte mehr geben? Gibt es hier so viel Munition? Sarah Breaker.
Sarah Breaker. Das Beste aus Bright Falls, die heiße Sheriff-Braut, die feste Zuhaut, ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus, taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizeikarriere ab und handelt von einem Geheimbund. Wie fügt sich der kleine, harmlose Polizist in eine antiquierte Bruderschaft? Was? Okay, auch nur eine Romanfigur? Scheint so. Muss ich hier rüber? Wahrscheinlich. Huch. Huch. Ah, hier kommt doch wieder was. Soll ich vielleicht mal die Leuchtpistole nehmen? Oh. Und Vögel. Das ist natürlich fies. Das war's schon. Okay, ich glaube, einen Schuss habe ich vorhin sinnlos abgefeuert. Ey, ganz ehrlich? Das geht ja schon richtig actionreich hier los. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, Werkzeug? Hallo, ich leuchte doch drauf. Immer her mit dem schönen Werkzeug. Es ist wirklich viel an Munition. Muss man mal so sagen.